Es ist der 15. November 2018. Ein kleines Fischerboot treibt im türkisfarbenen Wasser des Indischen Ozeans. Vor den drei Männern an Bord liegt eine Insel mit weißem Sandstrand. Doch der Schein der vermeintlichen Idylle trügt. Es ist North Sentinel Island, einer der letzten unergründeten Flecken auf der Welt und einer der gefährlichsten Orte für jeden, der die Insel betreten will. John Chow, der an Bord des kleinen Fischerbootes ist, weiß das. Doch er hat eine Mission. Er muss Satans letzte Festung retten, eines der letzten unerreichten Völker zum Christentum bekehren. An diesem Abend schreibt er in sein Tagebuch: Ich schaue mir den Sonnenuntergang an. Es ist wunderschön. Ich muss ein bisschen weinen. Ob es der letzte Sonnenuntergang ist, den ich sehe, bevor ich an dem Ort bin, wo die Sonne niemals untergeht? Es wird John Shaws letzter Sonnenuntergang sein. Der Missionar. John Shaws Leben wird schon früh von zwei Dingen bestimmt: dem abenteuerlichen Outdoor-Leben und der Liebe zu Jesus Christus. Er wächst mit seinen zwei Geschwistern in einer gut situierten und strenggläubigen Familie auf. Sein Vater ist Psychiater, der während Maos Kulturrevolution aus China in die USA floh. Seine Mutter ist Anwältin. Die Familie lebt in Vancouver im US-Bundesstaat Washington. Abseits der Großstadt gibt es viele Wälder, Seen und Nationalparks. Fotos der Familie Chow, die John Jahrzehnte später auf seinem Instagram und seinem Blog teilt, zeigen sie bei Ausflügen in die Berge, am Meer und beim Campen. Schon als Kind begeistert er sich für die abenteuerlichen Geschichten des Robinson Crusoe und Erzählungen über Missionarsexpeditionen. Auf seinem Blog schreibt John, dass für ihn schon mit 10 Jahren feststand, eines Tages auch so ein Leben führen zu wollen. Seine Familie ist in der Pfingstbewegung und John besucht die streng religiöse Vancouver Christian High School mit nur 90 Jugendlichen in 7 Klassenstufen. Neben der Schule ist er in vielen christlichen Organisationen, außerschulischen Aktivitäten und bei den Royal Rangers, der Pfadfinderorganisation der Pfingstbewegung. Mit 16 Jahren reist John Chow mit seiner Schule nach Mexiko, um ein Waisenhaus zu errichten. Es scheint ein wichtiges Erlebnis in seinem Leben gewesen zu sein, denn er kommt mit einer Idee für seine Zukunft zurück. Der gottesfürchtige und naturverbundene Teenager möchte seine beiden Leidenschaften vereinen und die abgelegenen Völker der Erde bereisen, um sie zu missionieren. Nach der Schulreise hält er eine Ansprache an seine Klasse und zitiert aus der Bibel. Wir können uns nicht einfach Christen nennen und dann am nächsten Tag feiern gehen und zudröhnen uns besaufen. Und ein Leben leben, das total dem widerspricht, wozu Christus uns berufen hat. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Zu dieser Zeit beginnt John Chow das erste Mal nach abgelegenen Orten der Welt und isolierten Völkern zu recherchieren und missionarische Datenbanken im Internet zu durchforsten, um überall auf der Welt die Menschen zum Christentum zu bekehren. Auf der Webseite des Joshua Projects, ein Projekt der Pfingstbewegung zur christlichen Missionierung von indigenen Menschen, liest er das erste Mal von der indischen Insel North Sentinel und ihrer Bevölkerung, die als extrem isoliert und gefährlich gilt, unter besonderem Schutz steht und eines der letzten unkontaktierten Völker der Welt ist. Doch anstatt dass das Joshua Project erwähnt, dass die Reise nach North Sentinel Island verboten ist, ist zu lesen, dass die indische Regierung kontaktiert werden sollte, um das Vertrauen der Sentinelesen zu gewinnen. Denn sie müssen wissen, dass der Schöpfergott existiert, dass er sie liebt und den Preis ihrer Sünden bezahlt. Nach der Schule schreibt sich John Chow an der Oral Roberts, einer evangelischen Universität in Oklahoma, ein, an der auch schon sein Vater war, und studiert Gesundheitswesen und Sport. Er reist nach Südafrika, wo er bei einem Fußballprojekt in den Townships aushilft und arbeitet im Irak mit geflüchteten Kindern. Seine Freizeit verbringt John in der Natur. Er fährt Kajak und Ski,
zettelt in der Wildnis, lebt als Ranger über Monate in einer verlassenen Waldhütte und scheint ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern zu sein. Ungefährlich ist das nicht. Nach einem Biss einer Klapperschlange stirbt er fast. Danach absolviert er eine Ausbildung als Wildnisrettungssanitäter, um sich im Notfall selbst zu verarzten. Er will vorbereitet sein auf das Leben als Missionar, um in den abgelegensten Gebieten der Welt seinen Glauben verbreiten zu können. Jede Reise und jede Expedition hält er auf seinem Blog und seinem Instagram-Account fest. Überall hat er seine Kamera dabei und posiert vor den beeindruckenden Kulissen. Von seiner Missionsarbeit ist dort wenig zu sehen. Stattdessen schmückt er seine Bilder lieber mit dem Hashtag Wildlife. Über die Zeit sammelt er mehrere tausend Fans seines Outdoor-Lebens, Unternehmen sponsern ihn und er arbeitet als Influencer für eine Beef Jerky-Backe. Nach dem Tod von John Chow gibt es viel Kritik an seinem wahren Vorhaben. Wollte er wirklich missionieren oder war das der Deckmantel, um sich als Survival-Held im Internet zu inszenieren? Oder war es gar umgekehrt? Wollte er eines Tages auch seinen stetig wachsenden Instagram-Account, der auf den ersten Blick nur aussieht wie einer von vielen Survival-Accounts, nutzen, um seine Anhängerschaft zu missionieren? Innerhalb der Familie Chow stößt Johns radikale Ausrichtung seines Glaubens immer mehr auf Kritik und Ablehnung. Das geht irgendwann so weit, dass sie Gespräche über Johns Missionsbefehl in seiner Gegenwart gänzlich ignorieren. Auch wenn seine Eltern ihn religiös erzogen haben, verurteilen sie den kolonialen Charakter des Christentums. Selbst nach seinem Tod reagiert sein Vater in Interviewanfragen wütend auf den fanatischen Glauben seines Sohnes und vergleicht ihn mit einem Dschihadisten, der für den islamischen Staat in den Heiligen Krieg gezogen ist. Denn genau so hat das extreme Christentum das Leben seines Sohnes in ein vorhersehbares Ende getrieben. Sein Vater sagt: John ist tot, weil die westliche Ideologie meinen konfuzianischen Einfluss verdrängt hat. Das Extremistische ist immer böse, egal ob es im Namen des Islams passiert oder im Namen des Christentums. 2017 bewirbt sich John Chow bei All Nations in Kansas City, einer christlichen Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Jesus von allen Stämmen und Nationen verehrt wird. Sie führen Bootcamps durch, bei denen ihre Anhängerschaft darauf konditioniert wird, unerreichte Völker zu bekehren, und er besucht eine missionarische Sprachschule. Er muss zum Beispiel bei einem Rollenspiel teilnehmen, bei dem er in der Wildnis von Kansas ausgesetzt wird und stundenlang durch den Wald irren muss, bis er verkleidete Amerikaner findet, die ihn mit Speeren bedrohen und so tun, als würden sie ihn nicht verstehen können. Schon Monate vor seiner großen Missionarsreise fliegt er nach Port Blair, der Hauptstadt der Andamaneninsel, wo er Kontakte knüpft. All das soll ihn auf seine ultimative Missionsreise vorbereiten. Ein Vorhaben, das selbst seinen Freundeskreis zweifeln lässt und ihn warnt. Doch John lässt sich nicht beirren. Es sei das heilige Vertrauen, das Jesus ihm gegeben habe und keine Vernunft ihm ausreden kann. John Chow will North Sentinel Island bekehren, eines der isoliertesten Völker der Erde, zu denen bisher nur die wenigsten überhaupt Kontakt aufnehmen durften. North Sentinel Island. North Sentinel Island ist die westlichste Insel der Inselkette Andamanen im Indischen Ozean, die zu Indien gehört und als eine der letzten unberührten Flecke der Welt gilt. Viel ist über das indigene Volk auf der Insel nicht bekannt. Forschende kennen ihre Lebensgewohnheiten und ihren Alltag nicht. Niemand außerhalb der Insel spricht ihre Sprache. Und es ist nicht mal bekannt, wie viele Menschen das Volk umfasst. Zählungen können nur aus weiter Entfernung durch Flugzeuge oder Schiffe vorgenommen werden. Die Sentinelesen werden deshalb auf 100 bis 150 Menschen geschätzt. Es ist eines der letzten Völker, das außerhalb der industriellen Zivilisation lebt. Sie sind Jäger und Sammler, die mit selbstgebauten Pfeilen und Speeren ihre Beute in den dichten Wäldern und den Korallenriffs jagen und töten. Seit Jahren hat die indische Regierung die Sentinelesen unter besonderen Schutz gestellt. Für Reisende kann ein Besuch der Insel tödlich enden, genauso wie für die Sentinelesen. Bereits 1879 wurde von der britischen Kolonialmacht versucht, Kontakt zu den Sentinelesen herzustellen. Sie reisten zur Insel, wo sie zwei Erwachsene und mehrere Kinder aufgreifen konnten und sie aus
wissenschaftlichem Interesse mit zur Hauptstadt der Andamanen Port Blay nahmen. Nach nur wenigen Tagen verstarben die beiden Erwachsenen. Die Kinder wurden mit Geschenken zurück nach North Sentinel gebracht. Was dort passiert ist, ist nicht bekannt. Doch am naheliegendsten ist, dass sie Krankheiten mit auf die Insel brachten, die große Teile ihres Volkes ausrotteten und was sie bis heute andauernde Feindseligkeit der Sentinelesen gegenüber Fremden erklären könnte. Denn ihr Immunsystem ist nicht vergleichbar mit dem der Menschen in der industriellen Zivilisation. Jede noch so kleine Infektion könnte für das indigene Volk verheerende Folgen haben oder gar zum Tod führen. Einer der wenigen Wissenschaftler, der die Insel betreten hat, ist der Anthropologe Trilokinath Pandit, der mehr als 20 Jahre im Auftrag der indischen Regierung versuchte, Kontakt mit dem abgeschotteten Volk aufzunehmen. Immer wieder besuchten er und sein Team die Insel und legten Geschenke nieder, bis es 1991 zum einzigen friedlichen Kontakt mit den Sentinelesen in der heutigen Zeit kam. Doch Trilokinath Pandit nahm daraus eine Erkenntnis mit. Die Sentinelesen brauchen keine Hilfe von außen. Sie wollen einfach nur in Frieden gelassen werden. Auch innerhalb der Regierung kommt es nach der Kontaktaufnahme zu einem Umdenken. Das unerschlossene Volk soll lieber in ihrem Lebensraum geschützt werden, als in die westliche Welt aufzudrängen. Seit 1996 gibt es deshalb im Umkreis von 3 Kilometern vor der Insel eine militärische Sperrzone. Seitdem steht es unter Strafe, die besonders gefährdete Stammesgruppe zu kontaktieren oder in ihren Lebensraum einzudringen. Schiffe und Hubschrauber der indischen Marine patrouillieren regelmäßig, ob sich jemand unrechtmäßig der Insel nähert. Doch auch die Sentinelesen wehren sich gegen Fremde. Als 2004 nach dem Erdbeben im Indischen Ozean Hubschrauber über die Insel flogen, auf der Suche nach Überlebenden oder angespülten Leichen, wurde dieser von den Einheimischen mit Pfeilen beschossen. 2 Jahre später geriet ein Fischerboot mutmaßlich in Seenot und trieb vor dem Strand von North Sentinel Island. Die beiden Fischer wurden anschließend wahrscheinlich von den Sentinelesen getötet. Zumindest haben Suchhubschrauber später 2 Gräber am Strand der Insel gesichtet. Die Mission. Im Oktober 2018 reist John Chow nach Port Blair, um Kontakte zu knüpfen und sich für seine ultimative Mission vorzubereiten. Er stellt Bildkarten für die Kommunikation mit den Sentinelesen zusammen, packt ein Medikit mit Verbänden und er hat Geschenke für die Sentinelesen mitgebracht. Pinzetten, Scheren und Angelhaken. 11 Tage vor seiner Abreise begibt er sich in Quarantäne. Er betet und liest Missionarsberichte. Einen Tag vor seiner Abreise schreibt er in sein Tagebuch: Ich bin in einer geheimen Wohnung in Port Blair. Seit 11 Tagen. In dieser Wohnung festzustecken, hieß für mich auch kein richtiges Sonnenlicht zu sehen und meine schöne Bräunung hat begonnen zu verschwinden. Auch die dicke Hornhaut an meinen Füßen. Ich habe mich fit gehalten, indem ich Liegestütze, Beinkicks und Kniebeugen gemacht habe. Viel Zeit habe ich mit Beten und Lesen verbracht. Gestern Abend habe ich die Fischer getroffen. Sie sind alle gläubig. Es lief gut. Ich vertraue ihnen, auch wenn es eine ziemliche Sprachbarriere gibt. Der Heilige Geist wird uns leiten. Gott, ich danke dir, dass du mich auserwählt hast, der Überbringer deiner frohen Botschaft zu sein für die Menschen von der Insel North Sentinel. Der Plan ist, heute Abend aufzubrechen und gegen 4 Uhr die Küste zu erreichen. Von dort werde ich über die nächsten 4 Tage schrittweise Kontakt aufnehmen, mit Fischen und Geschenken. Soli Deo Gloria. John Chow. Wie gefährlich sowohl für ihn als auch für die Sentinelesen seine Mission ist, scheint John bewusst zu sein. Trotzdem ist ihm der Auftrag, den ihm angeblich Jesus höchstpersönlich gegeben hat, wichtiger. Er will Satans letzte Festung, wie er North Sentinel Island nennt, missionieren. Seine Eltern und Geschwister wissen nichts von Johns lebensgefährlicher Reise. In seinen Tagebucheinträgen, die er über die Mission verfasst, ist auch ein Brief an seine Familie, für den Fall, dass er nicht wieder lebend zurückkommt. Brian und Marilyn und Mom und Dad, ihr denkt vielleicht, dass ich verrückt bin mit dieser ganzen Sache, aber ich glaube, dass es das wert ist, diesen Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Bitte seid nicht böse auf sie oder auf Gott, falls ich getötet werde. Dies ist keine sinnlose Sache. Das ewige Leben dieses Stammes ist zum Greifen nah und ich kann es kaum erwarten, sie um Gottes Thron versammelt zu sehen. Ich liebe euch alle.
In der Nacht des 14. November legt ein Boot von Fischern, die ihm zugestimmt hatten, für umgerechnet 315 Euro zu helfen, zusammen mit John Chow als Fischer verkleidet, am Hafen von Port Blair ab. Sie steuern in Richtung North Sentinel Island, wo sie in der Dunkelheit den Booten der Küstenwache ausweichen müssen. Über seine Reise zur abgelegenen Insel schreibt er am nächsten Morgen: »Bin gerade auf dem Boot, gestern Abend gegen 20 Uhr abgereist. Als wir die Ostküste entlang fuhren, sahen wir Bootslichter an der Ferne und wichen ihnen aus. Gott selbst beschützte uns vor der Patrouille der Küstenwache und der Marine.« Um 4.30 Uhr liefen wir in die Bucht ein, und als die Sonne begann, den Osten der Insel zu beleuchten, sprang ich und zwei der Männer ins seichte Wasser. Die toten Korallen sind scharf und ich habe schon einen kleinen Kratzer an meinem rechten Bein. Jetzt sehen wir eine Hütte von sentinelesischen Insuladern und wir warten, dass sie rauskommen. Am nächsten Morgen will John Chow das erste Mal nach North Sentinel Island. Die Fischer weigern sich jedoch, noch näher in die Sperrzone zu fahren. John Chow zieht sich deshalb bis auf die Unterhose aus, laut eigener Aussage, um es den Sentinelesen gleich zu tun, und rudert mit einem Kajak zum Strand. Später schreibt er in sein Tagebuch: »Gegen 8.30 Uhr habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich hatte zwei große Fische, einen Barracuda und die Hälfte eines Thunfisches, auf das Kajak gelegt und begann zu der Hütte zu paddeln, die wir gesehen hatten. Als ich ungefähr 350 Meter entfernt war, hörte ich Frauengeplapper. Dann sah ich Bewegung am Strand. Zwei bewaffnete Sentinelesen kamen angerannt und schrien mich an. Ich brüllte: Mein Name ist John, ich liebe euch und Jesus liebt euch. Jesus Christus hat mir die Vollmacht erteilt, zu euch zu kommen. Hier ist etwas Fisch. Als ich sah, dass sie Pfeile in ihre Bögen spannten, nahm ich den halben Thunfisch und warf ihn ihnen entgegen. Sie kamen näher. Dann ließ ich den Barracuda runterrutschen. Meine Gedanken kreisten um die Tatsache, dass ich fast in Schussweite war. Ich paddelte rückwärts, sodass ich sie weiterhin sehen konnte, und als sie an die Fische kamen, drehte ich mich um und paddelte wie noch nie in meinem Leben zurück zum Boot. Ich spürte etwas Angst, aber war vor allem enttäuscht, dass sie mich nicht auf Anhieb akzeptiert haben. Doch John Chow belässt es nicht bei dieser Begegnung. Stunden später, am selben Tag, berichtet er in seinem Tagebuch von seinem erneuten Kontaktversuch. »Ich wurde von den Sentinelesen beschossen. Von einem Kind, vielleicht 10 Jahre alt, vielleicht ein Teenager. Aber ich will von vorn beginnen. Wir haben zwei große Fische auf mein Kajak geladen und meinen kleinen Schutzkoffer, darin meine Hilfsausrüstung mit Arterienklemmen, Kompressen, Thoraxpflaster und zahnmedizinischen Zangen, um Pfeile zu entfernen. Und leider war da auch mein Pass drin. Dazu hatte ich noch meine wasserfeste Bibel und einige Geschenke dabei. Scheren, Pinzetten, Sicherheitsnadeln, Angelschnur und Haken, Tauwerk und Gummischläuche. Dann, als ich vom Wasser aus niemanden sah, arbeitete ich mich mit meinem Kajak durch die Untiefen des toten Korallenriffs vor. Ich habe ein paar Geschenke an den Fischen befestigt und bin dann zur Hütte gepaddelt, von der ich beim Anfangskontakt vertrieben worden war. Ich hörte Rufe aus der Hütte. Ich kam ein bisschen näher und als sie, ungefähr 6, soweit ich sehen konnte, mich anschrien, versuchte ich, ihre Worte nachzuplappern. Sie brachen in Lachen aus, wahrscheinlich hatten sie Schimpfwörter benutzt oder mich beleidigt. Ich sang ein paar Lobpreislieder und sie verstummten. Ein Kind und eine junge Frau tauchten auf, ihre Bögen gespannt. Ich habe die ganze Zeit mit den Händen gewunken, um zu sagen, keine Bögen, aber ich glaube, sie verstanden meine Mitteilung nicht. Das kleine Kind hatte jetzt einen Pfeil, also hielt ich ihn eine kleine Predigt. Ich begann mit der Schöpfungsgeschichte und ich stieg aus meinem Kajak, um ihnen zu zeigen, dass ich auch zwei Beine habe. Ich war nur ein paar Zentimeter entfernt von einem unbewaffneten Mann und ich gab ihnen ein Packen von den Scheren und Geschenken, während die anderen dazukamen. Und dann nahmen sie mir das Kajak und das kleine Kind schoss auf mich mit einem Pfeil, direkt in meine Bibel, das ich vor meiner Brust hielt. Ich nahm den Pfeilschaft, er war in meiner Bibel gebrochen, und ich spürte die Pfeilspitze. Sie war dünn, aber sehr scharf. Ich stolperte zurück und ich erinnere mich, dass ich das Kind anschrie. Ich musste fast 1,5 Kilometer zurück zum Boot der Fischer schwimmen. Obwohl ich jetzt kein Kajak mehr habe und auch meinen kleinen Koffer und den Inhalt nicht mehr, bin ich dankbar, dass ich noch immer das geschriebene Wort Gottes habe. Es ist eigenartig, obwohl... Nein, es ist ganz natürlich. Ich habe Angst.
Da, ich habe es gesagt. Ich bin auch frustriert und unsicher. Ich will nicht sterben. Wäre es klüger aufzuhören und jemand anderen weitermachen zu lassen? Nein, das glaube ich nicht. Ich sitze hier ohnehin fest ohne Pass und weit ab von allem. Ich könnte es immer noch irgendwie zurückschaffen in die USA. Hier zu bleiben scheint den sicheren Tod zu bedeuten. Die meiste Zeit verbringt der 26-Jährige auf dem Boot mit Fischen, um Geschenke für die Sentinelesen zu haben und mit Tagebuch schreiben. Er hat die Fischer gebeten, sollte er sterben, ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie sollen seinem Freund Alex, der ihn in Port Blay auf seine Mission vorbereitet hat, sein Tagebuch geben. Auch für Alex hat er darin einen Brief verfasst, sollte er nicht wiederkommen. Alex, ich bin dir und deinem Gehorsam gegenüber Gott so dankbar und dafür, wie du dein Allerbestes gegeben hast, diese Mission zu dienen. Es könnte sein, dass ich sterbe und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, dir meinen Dank auszudrücken. Ich werde dich wiedersehen, Bruder, und denk dran, wer zuerst im Himmel ist, gewinnt. Am 16. November um 6.20 Uhr verfasst John Chow seinen letzten Tagebucheintrag. Aufgewacht nach einem ziemlich erholsamen Schlaf, jetzt auf dem Weg zur Insel. Ich hoffe, dies ist nicht meine letzte Notiz, aber wenn doch, dann sei es zur Ehre Gottes. Ich werde zur Hütte zurückkehren, bei der ich schon war. Ich bete, dass alles gut geht. John Chow. Kurz danach bittet er die Fischer, ihn alleine abzusetzen, da sie sich weigern, näher zu North Sentinel Island zu fahren. Er hat kein Kajak mehr und er muss durch den Ozean zur Insel schwimmen. Es ist das letzte Mal, dass John Chow lebend gesehen wird. Ein ungesühnter Tod. Die Fischer haben John versprochen, abends zurückzukehren, um ihn wieder mit auf ihr Boot zu nehmen. Doch als sie zurück sind, können sie nirgends den 26-Jährigen entdecken. Sie warten die gesamte Nacht, doch John schwimmt nicht wie abgemacht zurück zu ihrem Boot. Am nächsten Morgen entdecken sie eine Gruppe von Sentinelesen am Strand. Sie ziehen etwas Lebloses hinter sich her, das sie in einem Loch am Strand verscharren. Es ist die Leiche von John Chow, mutmaßlich mit Pfeilen getötet. Genau sagen kann es niemand, denn seine Leiche wurde nie geborgen und sein Grab wird für immer am Strand von North Sentinel Island sein. John Chows Mission sollte eigentlich nie an die Öffentlichkeit gelangen. Hätte er überlebt, wollte er mit den Sentinelesen auf ihrer Insel leben. Wenn er stirbt, wusste er, dass seine Leiche nie zurück in die USA zu seiner Familie gebracht werden kann. Auch Alex, der aus Port Blair kommt und der ihn auf seine Mission vorbereitet hat, wusste es. Als Alex von den Fischern das Tagebuch von John und die Bestätigung, dass er tot ist, bekommt, begeht er allerdings einen Fehler. Einen Fehler, der möglicherweise Alex ins Gefängnis bringen wird. Er lädt Johns Tagebuch auf der Seite von All Nations hoch, der christlichen Organisation, der John angehörte. Doch diese geben Johns Familie Bescheid. Seine Mutter informiert das amerikanische Konsulat und kontaktiert die Presse, die schon bald weltweit über den fanatischen Missionar und seine tödliche Reise berichten. Auch die indischen Behörden beginnen ihre Ermittlungen. Schnell können sie die Fischer ausfindig machen, die zusammen mit der Polizei die letzten Tage des John Chows rekonstruieren. Sie werden vorübergehend festgenommen und wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, genauso wie Johns Freund Alex. Die Ermittlungen zeigen, dass er eine treibende Kraft hinter der Mission war. Er hat für John eine Wohnung gemietet. Er überredete die Fischer, seinen Freund nach North Sentinel Island zu bringen. Und er war es, der John über Wochen ermutigte, Sentinelesen zum christlichen Glauben zu bekehren, obwohl er wusste, dass es den sicheren Tod für den 26-Jährigen bedeutet. Die indischen Behörden legen neben der fahrlässigen Tötung auch eine zweite Akte an, die schnell wieder geschlossen wird. Mord. Sie können keine Ermittlungen gegen die Sentinelesen führen oder ihnen einen Mord nachweisen. Sie wissen nicht, ob sie aus Notwehr gehandelt haben. Und selbst wenn sie ihn vorsätzlich getötet haben, stehen sie außerhalb des Gesetzes. Anders als Alex und die Fischer, die wussten, dass sie illegal handeln und John einer Gefahr aussetzten, gibt es auf North Sentinel Island kein geltendes Recht. Besonders in Johns Heimat stößt das auf Kritik. Warum lässt die indische Regierung konsequenzlos den Tod des amerikanischen Missionars auf der unerschlossenen Insel zu?
Eine Frage, die skurril erscheint, wenn man bedenkt, dass sie in einem Land diskutiert wird, das gesetzlich erlaubt, Unbefugte auf dem eigenen Grundstück zu erschießen. Johns Aktion wird unterschiedlich in der internationalen Presse aufgenommen. Viele kritisieren John Chow, seinen Missionsgedanken, seinen Abenteuertourismus und es entfachen Diskussionen über christlichen Imperialismus. Innerhalb der fundamentalistischen Glaubenskreise wird John Chow hingegen als Märtyrer und Heiliger gesehen, der nicht umsonst die gleichen Initialen wie ihr Erlöser Jesus Christus habe. Auch All Nations, die John ausgebildet hatten, feiern seinen Tod Monate später mit einer großen Gedenkfeier. Schließlich habe er den höchsten Preis ihrer Arbeit, den Tod, gezahlt. Währenddessen sammeln sie auch mehrere hunderttausend Dollar, um weitere Missionare auszubilden und zu den Unerreichten zu schicken. Viele junge Menschen in christlichen Missionsorganisationen haben bereits angekündigt, es John gleichzumachen und die gefährliche Reise auf sich zu nehmen, um North Sentinel Island zum Christentum zu bekehren. Auch Alex, dessen Verurteilung noch aussteht, scheint wenig aus dem Tod seines Freundes gelernt zu haben. In einem Interview sagt er: "Ich bete, dass ich in diesem Leben noch sehen werde, wie den Sentinelesen das Licht gebracht wird." Johns Vater hingegen hat den Sentinelesen verziehen. Er will keine Rache und keine Verurteilung von ihnen. Es war nicht ihre Schuld, dass sein Sohn starb, denn nur sein fanatischer Glaube hat ihn zu einer tödlichen Mission getrieben.